Nummer 1. Ich hätte mir niemals gedacht, dass Wandern unheimlich sein kann. Wirklich nicht. Ich weiß, dass es im Internet viele gruselige Geschichten über Wandertrips gibt, aber ehrlich gesagt gab es immer gewisse Punkte, in denen ich mich nie mit den Erzählern solcher Geschichten identifizieren konnte. Zum Beispiel habe ich keine Angst vor Wäldern. Auch fürchte ich mich nicht vor der unglaublichen Finsternis in manchen Wäldern. Und wenn ich anderen Wandern begegnete, hatte ich es nie mit haarsträubendem Verrückten zu tun. Fast jeder, der gerne wandert, ist ziemlich normal. Als ich dann schließlich selbst ein furchterregendes Erlebnis auf einer meiner Touren hatte, wusste ich, dass ich diese teilen musste. Es hatte mich sehr überrascht, und dass es mir passierte, machte die Horrorgeschichten von anderen für mich um einiges glaubwürdiger. Ich arbeite montags bis freitags. Wenn ich also Urlaub nehme, habe ich die 5 Wochentage plus die beiden Wochenenden davor und danach ganz für mich. 9 Tage, um zu tun und zu lassen, worauf ich gerade Lust habe. Dieses Mal freute ich mich auf einen guten und langen Camping- und Wanderausflug. Ich wollte irgendwo hin, wo ich bisher noch nicht war. Ich entschied mich für eine Gegend in den Appalachian Mountains. Um dorthin zu gelangen, musste ich einen Flug nehmen. Von dort aus mietete ich ein Auto und fuhr weiter zu einem Hotel. Am folgenden Tag brach ich in das Areal auf, das ich erkunden wollte. Ich machte mich nur mit einer Landkarte auf den Weg, um diesen selbst zu finden. Auf der Karte sah ich genau, wo ich hin musste. Als erfahrener Wanderer war ich sehr gut darin, Karten zu lesen und fand mich immer gut in der Wildnis zurecht. Ich hatte vorher erwähnt, dass ich auf meinen Touren auch anderen Wanderern begegnet bin. Das war allerdings nichts, was sehr häufig vorkam. Ich war in meinem Leben nur schon so oft campen, dass es, so selten es auch passierte, meine Erfahrungen meistens bereicherte. Und fast alle Leute, die ich traf, wollten schnellstmöglich wieder ihre eigenen Wege gehen. Das Folgende passierte an meinem 3. Tag in der Wildnis. Dass es nicht früher passierte, ist ebenfalls einer der Gründe, die mir seltsam vorkamen. Ich hatte mein Camp schon aufgebaut und es war bereits dunkel. Niemand, ob erfahren oder unerfahren, sollte nach Einbruch der Nacht noch wandern. Ich saß an meinem Lagerfeuer, als ich Geräusche im Wald hörte. Ich war darauf gefasst, ein Tier zu erblicken, aber augenblicklich sah ich einen Mann zwischen den Bäumen hervortreten. Er ging direkt auf mich zu. Äußerlich war an dem Mann nichts Ungewöhnliches. Er war wie jeder andere Wanderer, den ich je getroffen hatte. Abgesehen davon, dass er nachts durch die Wälder streifte, war also nichts seltsam an ihm. Ich lud den Mann ein, sich zu mir ans Feuer zu setzen. Ich gab ihm ein paar Drinks aus einer Flasche, die ich mitgebracht hatte. Ich fand heraus, dass er wie ich begeisterter Camper und Wanderer war. Anders als ich hatte er aber hier bereits des Öfteren kampiert. Alles in allem machten wir uns eine schöne Zeit, die wir mit Reden und Trinken verbrachten. Irgendwann stand er auf und sagte, dass er nun zurück zu seinem Zeltplatz gehe und sich freue, mich kennengelernt und sich so gut mit mir unterhalten zu haben. Am folgenden Tag begegnete ich niemanden. Es war ein ganz normaler Wandertag. Die nächste Nacht jedoch, als ich mein Camp gerade aufgeschlagen hatte, kam der Mann wieder zu meinem Platz. Er gab ein paar Klischees von sich wie: Oh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und so weiter. Es war eigentlich nicht so abwegig, da wir ja beide im selben Gebiet wanderten. Etwas befremdlich für mich war nur, dass er sich so aufführte, als wäre es so ein wahnsinniger Zufall, dass wir uns erneut getroffen hatten. Ich lud ihn also auch diese Nacht wieder ein, sich zu mir ans Feuer zu setzen. Wieder hatten wir eine gute Zeit. Nach einer Weile entschuldigte er sich und sagte, er müsse nun zurück zu seinem Camp. Ich muss zugeben, dass ich ziemlich neugierig war, was diesen Typen betraf. Ich entschied mich dazu, dass ich versuchen wollte, seinen Zeltplatz zu finden. Ich nahm eine Flasche Whisky mit mir, da ich dachte, ich könnte mein Auftauchen damit erklären, dass ich noch einen letzten Drink wollte, bevor ich schlafen ging und ihm deswegen folgte. Eine Zeit lang ging ich durch die Finsternis, bis ich schließlich ein paar Leute reden hörte. Als ich sie bemerkte, erkannte ich, dass eine der Stimmen dem Mann gehörte, der mich schon an 2 verschiedenen Nächten besucht hatte. Natürlich war ich gespannt darauf, worüber sie sprachen, also entschied ich mich, ihnen ein bisschen zu lauschen. Bis heute bin ich froh darüber, das gemacht zu haben.
Ja, er sollte bald schlafen, sagte die mir vertraute Stimme. Er hatte schon einige Whisky-Shots. Aber hey, wenn er aufwacht, müssen wir uns eben auf anderem Weg um ihn kümmern. Bist du sicher, dass er etwas hat, das sich zu stehlen lohnt? Fragte eine andere Stimme. Er hat zumindest ein paar Kreditkarten dabei, da bin ich mir sicher, sagte die erste Stimme. Wenn er für eine Weile verschwindet, kann er wohl kaum seine Karten sperren, oder? Ich wusste, dass sie über mich sprachen und ihre Worte waren erschreckend. Langsam und so leise es nur ging, schlich ich zu meinem Camp zurück. Ich stieg in mein Zelt und durchsuchte meine Taschen nach meiner Waffe und Munition. Ich hatte bereits erwähnt, dass ich jahrelange Erfahrung im Wandern habe und ich wusste, dass man auf sich allein gestellt immer bereit für Ärger sein musste. Anstatt im Zelt zu bleiben, ging ich nach draußen und versteckte mich hinter einem Baum. Ich wartete. Irgendwann hörte ich die Geräusche und ich wusste, dass es die beiden Männer waren, die mich ausrauben wollten. Ich wartete so lange, bis sie mein Camp betreten hatten und mein Zeug durchsuchten. Dann trat ich hervor. Sie waren so beschäftigt, dass sie mich nicht bemerkten. Ich feuerte einen Warnschuss. Sie schauten in meine Richtung, ließen meine Sachen fallen und rannten davon. Ihr denkt vermutlich, dass das Ende der Geschichte ist und dass sie gar nicht so unheimlich war, weil ich ja derjenige mit der Waffe war. Da könntet ihr euch täuschen. Ich hatte die Männer verschreckt, das ist wahr, aber das bedeutete noch lange nicht, dass sie nicht zurückkommen würden, während ich schlief. Ich musste also die ganze Nacht wach bleiben. Außerdem wusste ich nicht, ob die beiden bewaffnet waren oder nicht. Es war eine sehr unangenehme Nacht. Sobald die Sonne aufging, packte ich zusammen und machte mich auf den Weg Richtung Zivilisation. Auch wenn der Weg zurück zu meinem Hotel und dem Auto noch Tage dauern würde, zeigte mir meine Karte, wie ich am schnellsten zur Straße gelangen konnte. Ich legte den Großteil des Weges per Anhalter zurück. Ich fühlte mich nicht mehr sicher. So lange nicht, bis ich endlich wieder in meinem Mietwagen saß. Nummer 2. Ich habe schon einige Geschichten von Menschen gehört, die beim Wandern ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich. Obwohl man draußen in den Wäldern oder auf den Hügeln unterwegs ist, findet man hin und wieder verlassene Hütten und Scheunen. Ich bin schon oft auf seltsame Bauwerke gestoßen, während ich durch die Wildnis streifte. Ich vermute, dass die Scheunen auf den Hügeln stehen, weil die Leute früher ihre Kühe zu diesen Orten gebracht haben, um sie grasen zu lassen. Trotzdem, das alles ist schon lange, lange her. Größtenteils waren im verlassenen Gebäude nichts Besonderes. Üblicherweise waren sie leer. Abgesehen von alten Möbeln aus Holz sowie einigen verrosteten Werkzeugen. Trotzdem war es aus dem einfachen Grund, dass es sich bei den Bauten um Kuriositäten handelte, interessant, sie zu erkunden. Oft fragte ich mich, wie lange sie wohl schon verlassen waren, wer in ihnen gewohnt hatte und wofür sie genutzt wurden. Ich denke, dass keine der Antworten auf meine Fragen wirklich sehr interessant oder relevant gewesen wäre, aber für mich war es trotzdem immer spannend. Nur ein einziges Mal auf einem meiner Spaziergänge stieß ich auf ein wirklich interessantes verlassenes Gebäude. Es war nicht mal in der Nähe meines Zuhauses. Ich war gerade mit meiner Familie in einem anderen Staat, um Verwandte zu besuchen. Zu der Zeit war ich ein Teenager und wenig daran interessiert, was sich meine Eltern und Verwandten zu erzählen hatten. Ich war bereits vorher in den Hügeln beim Wandern, als wir meine Tante besuchten. Die Gegend, in der sie lebte, war mir selbstverständlich trotz dessen nicht annähernd so vertraut wie die Wälder und Hügel bei mir zu Hause. An diesem Tag brach ich schon früh am Morgen auf zum Wandern. Ich hatte den ganzen Tag dafür eingeplant. Obwohl ich recht oft beim Wandern war, tendierte ich trotzdem dazu, mich hin und wieder zu verirren, und heute war es mal wieder soweit. Um ehrlich zu sein, machte ich es sogar zum Vergnügen. Ich hatte keinen Kompass mitgenommen, hatte keinen Orientierungssinn und weder die Sonne, die Sterne noch das Moos gaben mir irgendeine Idee davon, in welche Richtung ich mich fortbewegte. So wurde es wesentlich später, als ich ursprünglich geplant hatte, und ich war bereits dabei, den Weg zurückzusuchen. Ich stieg über eine Anhöhe und sah eine mäßig große Scheune am Fuße des Hügels.
Obwohl ich wusste, dass es keine gute Idee war, da ich mich ja schon verirrt hatte und mein Bestes gab, zurück nach Hause zu finden, entschied ich mich dazu, mir die Scheune genauer anzusehen. Immerhin war es unwahrscheinlich, dass ich diesen Ort jemals wieder sehen würde. Als ich den Hügel zur Hütte hinabstieg, schaute ich hinauf zum Himmel. Obwohl ich dadurch nicht rausfinden konnte, wo ich mich befand, konnte ich dennoch sagen, dass die Sonne bereits im Begriff war, unterzugehen. So oder so, ich musste definitiv ein Stück des Weges im Dunkeln zurücklegen. Das bestärkte mich in meiner Entscheidung, die Scheune näher unter die Lupe zu nehmen. Die kleine Seitentür ließ sich nicht öffnen, so sehr ich es auch versuchte. Also musste ich wohl durch die großen Scheunentore nach drinnen gelangen, sofern sie sich bewegen ließen. Kurz dachte ich nochmal darüber nach, ob ich es einfach auf sich beruhen lassen sollte und meinen Weg fortsetzen sollte. Doch die Neugier überwog. Ich wollte es zumindest versuchen. Es war zwar nicht ganz einfach, aber letztendlich schaffte ich es, eines der großen Tore zu öffnen. Das Gebäude selbst stand schon an einem düsteren Ort, aber auch nur ein bisschen Licht in die Scheune zu bringen, schien mir unmöglich. Glücklicherweise hatte ich zumindest eine Taschenlampe mitgebracht, für den Fall, dass ich erst nachts heimkehrte. Ich holte sie heraus und schaltete sie ein. Ich ging durch die Scheune, während ich von einem Fleck zum nächsten leuchtete. Es gab nicht sehr viel zu sehen. Es war offensichtlich, dass dieser Ort schon seit vielen, vielen Jahren verwaist war. Ich erstarrte kurz, als ich etwas Seltsames an einem alten Haufen widerlichem und scheinbar schimmeligen Holzlehnen sah. Dann trat ich näher heran. Ich erstarrte erneut, als ich realisierte, worauf ich meine Taschenlampe gerade richtete. Was da am Heu lehnte, war eine Leiche, verwest und offensichtlich schon lange tot. Durch den Nacken bis tief in das Heu hinein steckte eine Mistgabel. Der Körper war schon so alt und vertrocknet, dass ich sonst kaum etwas darüber sagen kann. Er bestand fast nur noch aus Knochen, Kleidung und einigem ekelhaften Zeug, von dem ich nicht wirklich wusste, was es war. Doch es war klar, dass die Person durch die Mistgabel, die durch den Hals gebohrt wurde, gestorben war. Zu sehen, wie die Leiche noch immer durch die Mistgabel mit dem Heuhaufen in einer seltsamen, lehnenden Pose verbunden war, hier, in dieser längst verlassenen Scheune, machte mir klar, dass es sich ziemlich sicher um einen Mord handelte. Nachdem ich mich von dem Schock erholt hatte, ging ich wieder nach draußen, schloss das Tor und verschwand. Ich hatte keine Angst, dass mir etwas passieren könnte. Dieser vermeintliche Mord musste schon Ewigkeiten her sein. Es gab keinen Grund dafür zu glauben, ich befände mich in Gefahr. Trotzdem hatte ich Angst. Durch meinen Kopf schossen Gedanken darüber, warum die Person getötet wurde. Ich fragte mich, wie lange sie schon vermisst war, wie viele Leute wohl schon nach ihr gesucht hatten. All diese Gedanken steigerten mein Unwohlsein noch weiter. Sie machten mir Angst. Die Sonne war bereits eine Weile untergegangen, als ich endlich das Haus meiner Tante erreichte. Ich erklärte, was ich erlebt hatte, und meine Tante rief am folgenden Tag den zuständigen Sheriff. Die Details sind nicht wichtig. Der Mann, dem die Scheune gehörte, war schon lange tot. Es war also unwahrscheinlich, dass jemals ans Licht kam, warum die Person in der Scheune getötet wurde. Aus irgendeinem Grund ist das für mich das Unheimlichste an der ganzen Geschichte. Nummer 3. Das hier ist keine besonders lange Geschichte, und das Unheimliche daran liegt in dem, was ich nach meinem Erlebnis realisiert hatte, und nicht in dem, was ich erlebt hatte. Lasst mich erklären. Ich gehe gerne alleine wandern. Nicht wie in den meisten dieser Geschichten für etliche Tage oder Wochen, sondern meist nur über ein Wochenende. In meiner Geschichte geht es um einen solchen Wochenendtrip, nicht allzu weit von meinem Wohnort entfernt. Ich bin meistens in ländlichen Gegenden unterwegs, allerdings nicht in solchen Blair Witch Project-mäßigen Wäldern. Man kann sich hier nicht einfach tagelang verirren, wenn dann höchstens mal für ein paar Stunden, aber schließlich findet man immer wieder seinen Weg zurück. Diese Wanderungen dienen hauptsächlich dazu, etwas runterzukommen und mich zu entspannen. Wie ich bereits erwähnte, machte ich sie in der Regel auch nur über den Zeitraum von je einem Wochenende. Ich verbringe die meiste Zeit damit, durch die atemberaubende Natur zu marschieren. Es gibt hier einige Bäche und wunderschöne Wasserfälle,
viele verschiedene Vögel und Kleinwild zu bestaunen. Gefährliche Tiere oder etwas in der Art gibt es hier keine. Also alles in allem sehr entspannte Trips. Am wichtigsten ist, dass es sich hierbei nicht um Nationalparks oder etwas in der Art handelt. Ich wanderte ausschließlich auf dem privaten Land der Eigentümer, von denen ich auch mein Haus miete. Natürlich mit der Erlaubnis zu wandern und zu zelten. Nun, meine Geschichte trug sich vor etwa 3 Jahren zu. An einem Freitagnachmittag machte ich mich auf den Weg zu einem meiner Wander- und Campingtrips. Ich wanderte entlang der Bäche und bereitete mein Lager in der Nähe der Wasserfälle. Es war Frühherbst und die Blätter hatten bereits begonnen, sich zu färben. Ich liebe die Geräusche der knirschenden Blätter unter meinen Füßen. Ich hörte sogar ein paar Spechte, was ich ziemlich cool fand. Ich hatte eine wirklich schöne Zeit. Etwa eine Woche später erhielt ich ein kleines Päckchen ohne Absender per Post. Als ich es öffnete, fand ich einen kleinen USB-Stick. Etwas verwirrt entschied ich mich, ihn an meinen Computer anzuschließen und zu sehen, was drauf war. Was darauf zu sehen war, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Es waren Dutzende Videodateien, jedes einzelne von meinem Ausflug vom vorigen Wochenende. Die normalen Videos waren schon unheimlich genug. Einige zeigten mich beim Wandern oder beim Aufbau des Zeltes. Auf anderen aß oder trank ich gerade. Doch das schlimmste Video zeigte meine erste Nacht, als ich in der Nähe der Wasserfälle schlief. Ich hatte in meinem Zelt geschlafen. Mein Lagerfeuer war die einzige Lichtquelle. In dem Video konnte man das Knirschen von Blättern hören. Das Video war aus der Perspektive des mir unbekannten Filmers gedreht. Er näherte sich meinem Camp. Irgendwann erreichte er das Feuer und hob beide Hände in das Bild, um sie zu wärmen. Danach ging der Fremde auf mein Zelt zu. Ich konnte mich leise schnarchen hören. Der Stalker umkreiste mein Zelt. Dann zückte er ein Taschenmesser und öffnete es. Obwohl ich den Ausflug ja selbst erlebt hatte und wusste, dass ich ihn unbeschadet überstanden hatte, hatte ich beim Ansehen des Videos unvorstellbare Angst. Er spielte mit der Klinge und umkreiste das Zelt für einige weitere Minuten. Dann blieb er stehen. Er setzte die Klinge an meinem Zelt an, ohne mich zu wecken. Er fuhr mit der Klinge langsam am Stoff entlang. Nach einigen Momenten endete das Video. Ich war so schockiert und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wusste nicht, wer die Videos aufgenommen haben könnte. Anhand der Hände im Video konnte ich nur sagen, dass es sich nicht um die Eigentümer des Grundstückes handelte. Als ich sie kontaktierte, sagten sie mir, dass sie an diesem Wochenende niemanden außer mir eine Genehmigung gegeben hatten, ihr Land zu betreten. Die Beweise wurden der Polizei übergeben, aber das hatte zu keinen Ergebnissen geführt. Das Päckchen war ganz regulär gestempelt worden und es gab keine Möglichkeit, es zu einem Absender zurückzuverfolgen. 3 Jahre später habe ich immer noch keine Ahnung, wer diese Person war. Ich war seitdem auch nie mehr in dieser Gegend wandern, geschweige denn zelten. Ich fühle mich dort einfach nicht mehr sicher. Hey ho zusammen, Projekt 237 hier. Kurz nach Eröffnung des Kanals hatte ich gesagt, dass ich mir bei 100 Abonnenten ein ordentliches Mikro zulegen will. Der Anstieg ging aber in den letzten Tagen und Wochen plötzlich so schnell, dass es 120 Abonnenten wurden, bevor ich die Bestellung auslösen konnte. Am Mittwoch soll das gute Stück bei mir eintreffen. Da ich vorher kein weiteres Video mehr veröffentlichen werde, handelt es sich hier und heute um das letzte mit Handy-Mikro aufgenommene Video. Danach wird die Audioqualität hoffentlich wesentlich besser. Ich würde mich sehr über Feedback freuen, sobald das nächste Video online ist. Noch eine kleine Neuerung. Da meine Community-Funktion auf YouTube erst ab 1000 Abonnenten freigeschaltet wird, habe ich mich jetzt auf Twitter angemeldet. Somit kann ich mich leichter mit euch austauschen. Ich werde dort Umfragen zu künftigen Themen starten, Ankündigungen zu neuen Videos machen und eventuell auch ein paar Empfehlungen zu Literatur und Filmen geben. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir auch auf Twitter folgt. Private Geschichten könnt ihr mir eben dort oder wie üblich per E-Mail schicken.
Meinen Accountnamen und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung. Bitte vergesst nicht zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Für alle, die es bis hierher geschafft haben, gibt es noch eine kleine Bonusgeschichte. Viel Spaß damit und nicht vergessen, passt auf euch auf. Schrecken lauern überall. Bonusgeschichte. Vor ein paar Jahren übernachteten ich und mein Freund in einer kleinen Hütte inmitten der Wildnis von Idaho, die mein Dad gekauft hatte. Die nächste Stadt war etwa 80 Kilometer entfernt. Die nächste Straße, eine kleine Forststraße, etwas mehr als 3 Kilometer. Mein Freund und ich blödelten immer noch in unseren Betten rum und lachten uns kaputt, als es bereits nach Mitternacht war. Irgendwann schalteten wir die Lampen aus und versuchten zu schlafen. Plötzlich hörten wir ein langsames, kratzendes Geräusch an der Tür. Wir hoben beide unsere Köpfe und flüsterten uns zu. Hast du das gehört? Ja! Dann, mitten im Nirgendwo, in einer abgelegenen Hütte, meilenweit von jeder Zivilisation entfernt, hörten wir ein Klopfen. Keine Worte, nur ein Klopfen. Wir waren beide in unseren 30ern, aber wir hatten so viel Schiss, dass wir nichts sagten. Wir lagen in unseren Betten, die Köpfe in Richtung der Tür gedreht. Bis es hell wurde, gingen wir nicht nach draußen. Nichts war auch nur in der Nähe der Tür, dass sie beispielsweise durch den Wind hätte berühren können. Und nirgends waren Spuren von Menschen oder Tieren zu sehen. Es macht mich heute noch nervös, daran zu denken. Wir waren in unseren 30ern und blödelten in unseren Betten herum.